Dies ist ein weiteres Video zu den binomischen Formeln und es geht darum, die binomischen Formeln rückwärts anzuwenden. Das bedeutet, dass ich nicht wie bisher so einen Klammerausdruck habe und den auflösen möchte, sondern dass ich so einen komplexeren Ausdruck habe mit Quadraten und Nichtquadraten und den möchte ich wieder überführen in so einen quadratischen Ausdruck. Zunächst mal noch einmal zu dem, was ich bis zu diesem Zeitpunkt voraussetze, was ihr also können solltet, nämlich die drei binomischen Formeln anwenden können. Ich sehe hier sofort, es handelt sich um die erste binomische Formel. Das heißt, ich löse auf, indem ich das erste quadriere. A Quadrat plus 2 mal a mal 2b. Plus 2b in Klammern zum Quadrat. Das Ganze kann ich noch ein bisschen schöner schreiben. Das macht a Quadrat, das schreibe ich einfach ab. Und diesen Teilterm fasse ich jetzt zusammen. Die Zahlen nach vorne macht 2 mal 2 macht 4ab. Und hier löse ich auch die Klammer auf, das macht dann 4b Quadrat. Und nun möchte ich, wenn ich einen solchen Ausdruck habe, wieder auf diesen Klammerausdruck kommen. Das ist dann das Ganze rückwärts betrachtet. Deswegen nehme ich hier erstmal das ganz einfache Beispiel. Da geht es zunächst um Blickschulung. Zuerst gucke ich mir die drei Teilterme an und stelle ein paar Vorüberlegungen an. Als erstes sehe ich hier das Minus. Das heißt, ich vermute, da es sich um drei Teilterme handelt, nicht nur zwei, und ein Minus davor steht bei dem zweiten, dass es sich um die zweite binomische Formel handelt. Jetzt kann ich den Klammerausdruck schon mal hinschreiben. Als nächstes schaue ich mir die beiden quadratischen Teilterme an, die beiden, und nehme jetzt einfach mal den vorderen. Und überlege mir jetzt, was muss ich quadrieren, damit sich x Quadrat ergibt. Das ist in diesem Fall ganz einfach, nämlich das x. Und das schreibe ich hier vorne auch gleich rein. Das passt also. X zum Quadrat ergibt x Quadrat. Jetzt nehme ich den zweiten quadratischen Teilterm und überlege mir, was muss ich tun, damit der Ausdruck quadriert y Quadrat ergibt. Das ist in diesem Fall auch ganz einfach, das nehme ich y. Weil y zum Quadrat ergibt y Quadrat. Das heißt, das passt auch. Jetzt muss ich nur noch überprüfen, ob dieser hier in der Mitte auch passt. Dazu, wenn ich diesen Klammerausdruck habe, rechne ich einfach mal. Löse ich die Klammer einfach mal auf, wie hier eben auch, und dass es sich jetzt hier um die zweite binomische Formel handelt. Das heißt hier, ich habe x Quadrat minus 2 mal x mal y plus y Quadrat. So, damit dieses Gleichheitszeichen hier auch wirklich gilt zwischen diesen beiden, habe ich das ja schon überprüft und das. Und jetzt gucke ich, ob dieser mittlere Teilterm auch zu dem passt, was hier dann geschrieben stand. Und das passt tatsächlich. Das heißt, dass diese beiden Ausdrücke hier, dieser Klammerausdruck und dieses hier, gleich sind. Am besten vielleicht noch ein zweites Beispiel, dann denke ich, wird es ein bisschen deutlicher. Auch hier wieder zunächst die Blickschulung. Ich schaue mir die drei Teilterme an und überlege zunächst, welche binomische Formel könnte denn hier angewendet worden sein. Und ich sehe, dass es drei Teilterme sind. Das heißt, es ist erste oder zweite binomische Formel. Und hier an dem Minus sehe ich, okay, das ist die zweite binomische Formel, die hier angewendet wurde. Dann schreibe ich mir das schon mal vor. Jetzt schaue ich mir die quadratischen Teilterme an, nehme zunächst den vorderen hier und überlege mir, was muss ich quadrieren, damit sich 9x Quadrat ergibt. Und das ist in diesem Fall auch relativ einfach. Die 9 ergibt sich aus 3 zum Quadrat, also schreibe ich hier 3 hin. Und das x Quadrat ergibt sich aus dem x. Und hier hinten in den hinteren Teil, dazu schaue ich mir den zweiten quadratischen Teilterm an und überlege mir, was muss ich quadrieren, damit sich y Quadrat ergibt. Das ist auch ganz einfach, das ist nämlich das y. So, jetzt rechne ich wieder vorwärts, löse diese Klammer einmal auf. Das sind 3x in Klammern zum Quadrat macht 9x Quadrat minus 2 mal 3 mal x mal y. Plus y Quadrat. So, und jetzt sehe ich, dass hier passt.
Achso, hier kann ich die Teiltherme nochmal unterstreichen. Das hier passt auch. So, diese minus 2 mal 3 mal x mal y, die kann ich noch zusammenfassen als minus 2 mal 3 macht 6, x, y. Und jetzt sehe ich schon, die beiden stimmen auch. Das heißt, dieses Gleichheitszeichen hier gilt auch wirklich. Und damit sind auch diese beiden Ausdrücke hier gleich. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Am besten noch ein paar Beispiele dazu rechnen, bis ihr das wirklich einfach tun könnt. Zum Schluss noch ein paar Fragen, um sicherzugehen, dass ihr die wichtigsten Informationen aus dem Video auch verstanden habt.